Welt, seid mir gegrüßt. Willkommen in meinem kleinen Kanal hier im Herzen von Europa in Frankfurt am Main an einem ganz wunderbaren Tag. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr hattet eine schöne Woche. Richtig, heute möchte ich passend vom Timing her mit euch ein bisschen über Lego-Steine sprechen und über Kiddycraft und über die neuen Kiddies. Bietet sich gerade an, da ich wahrscheinlich, ich denke mal, das wird ein Freitag 18 Uhr Video. Ist zumindest gerade der Plan. Es dürfte auf meinem Elte-Steine-Kanal auch ein Video heute geben. Und drüben bei Johnny's World bei Thorsten auch. Da geht es nämlich darum, dass Thorsten die Marke Kiddycraft wieder aktiviert hat. Ganz kurz mal drumherum. Kiddycraft hat den Klemmbaustein erfunden. Das ist keine Erfindung von Lego gewesen. Und die Idee, der Harry Page hatte, ein Brite, hatte einen Ziegelstein genommen, einen britischen klassischen Ziegelstein, und den verkleinert. Das ist der 2x4 Stein. Und hat damit gebastelt, hat es auch sich patentieren lassen. Er hatte ein bisschen Erfolg, ein bisschen Misserfolg. Egal, könnt bei Wikipedia die Firmengeschichte nachlesen, ganz ehrlich. Auf jeden Fall hatte er es aber nicht weltweit patentiert, das Ding. Und Lego hat dann innen noch die Röhre erfunden. Kennt ihr noch die alten Lego-Steine auch, die innen auch keine Röhre hatten? Die hatten nur, das war ein Block mit Noppen, aber innen keine Röhre. Später kamen die Röhren dazu und dadurch hat sich natürlich die Klemmkraft verbessert. Gibt es auch verschiedene Slopes noch relativ lange, die innen nichts hatten, dann haben sie so Zähne bekommen, damit sie besser halten. Also das Konzept des Klemmbausteins hat Lego nicht erfunden. Und Kiddycraft ist dann vom Markt verschwunden. Die Patente allerdings für den Klemmbaustein und auch für Legos Klemmbaustein sind dann in den 80ern ausgelaufen, aber Lego, ihr kennt, sie sind vor Gericht sehr aktiv, haben den Markt noch 20 Jahre lang freigehalten von Konkurrenten und mittlerweile aber sind es ja massig Konkurrenten am Markt, was auch sehr gut ist. Und wir bekommen immer bessere Sets dadurch. Das ist sehr, sehr klasse. Kiddycraft allerdings ist weggeblieben und die Marke wurde nicht mehr genutzt. Das ändert sich jetzt, weil Thorsten diese Marke sich geschnappt hat und darunter jetzt Sets herstellen lässt, die ihr jetzt wahrscheinlich, wenn dieses Video kommt, auch sehen könnt bei ihm im Kanal. Und ich zeige es auch kurz bei mir im Kanal und verlinke auf ihn rüber auf der Kiddycraft-Seite, die ich wahrscheinlich, den Link bekomme ich mit Sicherheit noch rechtzeitig, auch unter dieses Video setzen kann. Der Witz für mich an der Sache, weil ich meine, es ist mir eigentlich egal, ob noch eine Marke mehr auf dem Markt ist. Ich meine, ganz ehrlich, wie viele Marken gibt es mittlerweile? Ich habe den Überblick quasi verloren. Es sind hunderte Marken, unter denen Klemmbausteine mittlerweile vertrieben werden. Es gibt nicht hunderte Hersteller, das ist häufig ein Unterschied. Es gibt Marken wie Kobi zum Beispiel, die produzieren selbst in ihren eigenen Fabriken in Polen, in Europa, stellen dort her, verpacken dort, versenden unter der Marke Kobi. Es gibt aber auch Läden zum Beispiel wie Mold King oder wie Blue Bricks, die sich Designs ausdenken, Konzepte haben, aber Steine von anderen Herstellern kaufen, das konfektionieren zu ihrem Set und dann als ihr Set verkaufen. Die Steine selbst haben sie aber nicht hergestellt. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Und da gibt es mittlerweile jede Firma, könnt morgen eine aufmachen, und ihr kauft euch Steine ein und konfektioniert die zusammen zu euren Sets und verkauft die, ist ja kein Problem. Und so gibt es, wie gesagt, eine unendliche Masse an auch guten Klemmbausteinfirmen, weil die, solange die Grundsteinequalität zum Beispiel Gobrix-Steine sind oder sowas, ist es ja überhaupt kein Problem. Kiddycraft wiederum wird Steine von Panlos benutzen. Panlos hat eine sehr, sehr gute Steinequalität und im Gegensatz zu Gobrix bedruckt Panlos seine Steine auch. Das heißt, Kiddycraft werden stark bedruckte Sets haben, etwas, was Lego ja auch nicht besonders gut kann. Das werden die machen. So, aber jetzt trotzdem, warum noch eine Marke? Warum nicht Panlos kaufen, wenn es Panlos Steine sind in Kiddycraft-Sets? Wo ist der Trick? Und das ist jetzt mein Punkt. Abgesehen davon, dass ich es natürlich sehr witzig finde, dass der Erfinder der Klemmbausteine wieder am Markt ist und die Leute immer denken, Lego hätte die Klemmbausteine erfunden. Das finde ich persönlich sehr, sehr schön, dass sich das vielleicht mal aufräumt, das Thema. Und das für mich Wichtige ist, wie immer meine Meinung, ihr wisst Bescheid, gell? Das Wichtige ist, dass wir wieder Steine und Sets für Kinder bekommen. Und das finde ich schön, denn ich baue, woher kommt denn meine Begeisterung für den Klemmbaustein? Der kommt daher, dass ich in meiner Kindheit, als das Patent zwar schon weg war, aber Lego noch sehr, sehr aktiv den Markt freigehalten hat, in den 80er Jahren mit Lego gespielt habe. Und da habe ich gespielt. Ich habe erst gebaut und dann mit den Figürchen irgendwas gespielt. Die Figuren waren ja in den 80ern auch noch cool.
Also so vom Aussehen her. Die sind ja ein bisschen altbacken. Aber die waren cool und damit habe ich gespielt, habe mich gefreut mit meinen Rittern und mit meinen Stadtthemen und die schöne Tankstelle und solche, diese Sachen, diese ganzen, die ganzen für mich wichtigen Themen konnte ich da am Start haben. Raumschiffe und so. Es war ein großer Spaß. Und das weiß natürlich Lego. Und Leute in meinem Alter, vielleicht aber auch noch ein bisschen jünger, starten Mitte 30, 40, sowas die Ecke, geht das los. Und diese Kunden möchte Lego einfangen. Das sind die, die ihre Kindheit mit Lego verbinden und natürlich Nostalgie in sich haben und auch bereit sind, hohe Preise zu zahlen, weil das Set sie an irgendetwas erinnert. Das ist ja das Thema. Und deswegen schaut euch das Lego-Produktportfolio an. Ich sehe das, was ich in meinem Laden bekomme als Händler und ich sehe das, was im Lego-Katalog ist und ich sehe das, was Lego generell anbietet. Das ist nicht mehr für Kinder gemacht. Das ist nicht mehr die Zielgruppe, um die es geht. Machen wir es kurz. Die kaufen nicht viel, die geben nicht viel Geld aus, das bringt nichts. Lego wird von Erwachsenen gekauft. Für sich selbst. Die Kinder kriegen was ab, aber für sich selbst wird gekauft. Und das seht ihr ja, weiß nicht, wie viele Videos schon drüber gemacht habe, aber die City und Creator und Technik Sets, das sind so die klassischen Kernthemen, sind gruselig schlecht. Gruselig schlecht. Da ist nichts mehr drin. Da wird auch nicht mehr dran getüftelt, dass man sagt, oh, hier ist ein schönes City Set. Das ist nicht mehr relevant. Die gesamte Entwicklungsidee geht in die Lizenzen hinein. Dann hat man so einen Jago, das ist ja eine hauseigene Lizenz, daran wird noch gebastelt, damit man die Fernsehserie nachspielen kann. Aber die grundsätzliche Idee, die wir alten Leute hatten an Lego, dass man sich was mit den Steinchen gebastelt hat und dann vielleicht mit den Figuren ein Rollenspiel hat, aber hauptsächlich das Steinchen basteln, das ist komplett in den Hintergrund getreten. Das ist nicht mehr der Fokus von Lego. Und der Fokus von Lego ist meiner Meinung nach komplett auf die extrem renditestarken Erwachsenensets rausgegangen. Da wird investiert. Da kommen neue Produkte. Und da ist auch immer mal wieder ein Gutes dabei. Ich meine, die bringen 800 Sets pro Jahr auf den Markt. Da ist auch mal ein Gutes dabei. Keine Frage. Möglicherweise extrem zu teuer, aber ein gutes Set. Und das sind die Geschichten. Seht ihr ja auch an dem Trend, dass immer mehr Retro-Sachen auf den Markt kommen. Womit ja ein Kind überhaupt keine Verbindung hat. Was will ein Kind mit einer alten klassischen Schreibmaschine? Was will ein Kind mit einer Concorde? Das sind Sachen, die nicht interessieren. Jugendliche können vielleicht irgendeine Begeisterung haben und in ein spezielles Thema gehen, aber das sind alle Sets für Erwachsene selbstverständlich. Genau wie ein Blumenstrauß oder also ein Käse. Es sind keine Spielsets, darum geht es nicht. Und für mich ist aber der interessante Punkt, und was ich immer spannend fand, dass ein Kind mit einem haptischen Spielzeug seine Zeit verbringt. Eben nicht am Bildschirm, sondern mit irgendetwas in der Hand. Und da sind dann natürlich aber auch Themen, die realitätsnah sind, die vielleicht für ein Kind spannend sein können. Das heißt City-Themen zum Beispiel. Und schaut euch halt mal die City-Themen bei Lego an. Da gibt es mal hier und da für 20 Euro noch ein nettes Set. Das war's. Alles andere sieht überhaupt nicht mehr nach irgendeiner Art von Stadt aus. Es sind irgendwelche absurd überteuerten Silhouetten, die man kauft. Kein einziges Set mehr hat wirklich sowas, dass man da eine Putzigkeit rausleitet oder irgendetwas nah an der Realität. Da ist einfach nichts mehr vorhanden. Und deswegen kommt jetzt Kiddycraft genau in diese Lücke rein. Das ist genauso wie andere Firmen, Bluebricks zum Beispiel, sehr viele Züge herstellt. Weil es dafür einen Markt gibt von Modellbauern, die sehr gerne Züge haben möchten. Und die möchten nicht wie Lego alle 5 Jahre einen Zug haben, einen Passagierzug, der auch noch nicht gut aussieht, sondern sie wollen tatsächlich, so wie es auch bei Märklin oder sowas ist, dass man da 30 verschiedene Lokomotiven kaufen kann, die es halt nun mal gibt, in verschiedenen Farben, für verschiedene Bahnlinien, was auch immer. Und dann hinten dran natürlich die Waggons auch noch, auch verschiedene. Das bringt Lego nicht auf den Markt, die bringen den kleinsten gemeinsamen Nenner eines Zuges. Und das war's. Früher war das anders bei Lego, aber heute ist es so. Und Bluebricks geht stark in diese Richtung und bringen ganz viele Mittelalter-Sets raus und Piratensachen und solche Geschichten. Also einfach die Themen, die halt dort ausgelassen werden. Kiddycraft geht jetzt natürlich sehr stark, weil sie eine Minifigur haben, nämlich die Kiddies. Und diese Kiddie-Minifigur, die nicht aussieht wie eine Lego-Figur, das ist gerade der Punkt. Die Lego-Figur sieht ja sehr altbacken, 70er-Jahre-artig aus. Und diese Kiddie-Figur ist moderner, comicartig, bisschen Manga beeinflusst, ja, bisschen größerer Kopf, niedlicher. Sieht niedlich aus. Und diese Figur kommt rein
Und damit kann man natürlich spielen. Die Blue Brick Sachen sind nicht zum Spielen gedacht. Die Kittycraft Sets schon. Da gibt es ja natürlich einen Bauernhof mit einer richtigen Scheune und nicht einer Wand und einem roten Dach so drüber und dann steht da drüber, das ist übrigens eine Scheune, falls man es nicht erkennt, sondern es ist eine echte Scheune, die man aufklappen kann, bespielen kann, so wie früher auch Lego-Häuser zu bespielen waren. Das funktioniert dann dort auch. Dann gibt es natürlich einen richtigen Traktor dafür. Es gibt ganz viele Tiere und es gibt Figurensets und solche Sachen, damit man wirklich was machen kann. Und dann auch Themen, die in der Stadt auch stattfinden. Möglicherweise gibt es da noch ein schönes, obwohl, wenn es Freitag kommt, kann es ja, möglicherweise gibt es eine schöne, nette Currywurstbude und sowas dazu. Ja? Einfach irgendetwas, mit dem man tatsächlich irgendeine Art von Verbindung hat, an dem man auch mal vorbeiläuft, wenn man in der Stadt unterwegs ist. Und das ist eine nette Angelegenheit und vielleicht bin ich auch in irgendeinem der Sets drin. Mal gucken. Und das macht Spaß. Das ist dann einfach nett anzuschauen tatsächlich. Und dann ist es aber auch zu bespielen, denn diese Sets sollen nicht in die Vitrine wandern. Man kann natürlich, wenn man sich an irgendwas erinnert fühlt und man findet es einfach schön, das ist ein klassisches Noppendesign und man bestellt sich das hin, weil man es hübsch findet, meine Güte. Aber der Entwicklungsschwerpunkt liegt darauf, dass man es bespielen kann. Und man kann ja Lego weiterkaufen für die Vitrine. Alte Leute wie ich machen das. Wir kaufen uns was für den schönen Stellens hin. Ja, so ein bisschen Deko. Aber das ist eigentlich nicht die Idee an einem Klemmbaustein. Die Klemmbaustein-Idee ist, dass man etwas nimmt und umbaut und dass die Struktur es auch erlaubt und dass man sich dann freut und es dann vielleicht als Kind sogar bespielen kann. Das ist die grundsätzlich das Konzept mal gewesen. Und daraus erarbeitet man sich auch, dass man 30 Jahre später, wenn man dann da sitzt und man sieht etwas, dass man sich dann erinnert fühlt und sich denkt, meine Herren, das hatte ich als Kind. Damit habe ich Wochen, Monate lang gespielt. Das war das Coole. Und diese Erinnerung kaufe ich mir und zahle dann 500 € für ein viel zu kleines Set und stelle es mir dann ins Regal. Das ist das Lego-Konzept. Und das erwächst daraus. Das Problem ist nur, man muss es halt hin und wieder Kindern schon auch geben, weil sonst ist das ein sehr, sehr endliches Konzept, weil man ja nur noch ein Erbe von einer guten Idee mal spricht, die man halt melkt. Aber man hat ja überhaupt nicht mehr das Konzept überhaupt noch im Haus. Und das ist halt eine wichtige Angelegenheit, dass man sich das noch holt. Und deswegen bin ich froh, dass sowas kommt. Denn die anderen Hersteller, über die wir die ganze Zeit sprechen, allen voran halt natürlich die großen Panlos und Kobi und die Blue Brick Sets und solche Sachen, das sind die gesamten Technikkollegen hier, einmal drumherum, Happy Build, Tiger Olé und so weiter und so fort, Sembo, die zielen ja auf den Erwachsenenmarkt. Die haben ja gar nicht mehr die Kinder im Fokus. Es sind ja auch viele Militärmodelle dabei. Das ist so eine Revell-Kundschaft eigentlich. Das sind auch eher Erwachsene. Und die wollen die abholen, weil dort natürlich das ganze Geld ist. Klar, ich verstehe die Firmen absolut. Aber schön finde ich, dass Thorsten mit Kiddycraft die Kinder nochmal ins Visier nimmt. Und sagt, da haben wir tatsächlich Spielsets, die dann auch am Ende, und jetzt das ist ein Riesending, am Ende bezahlbar sind. Dass man sagt, man kriegt vielleicht dann einen Bauernhof und eine Scheune oder einen Figurenpack für ein gescheites Geld und zahlt nicht die Lego-Preise, die absurd sind. Und das ist das Wichtige. Und das finde ich eine coole Geschichte. Und ich finde es, wie gesagt, einfach sehr, sehr putzig, dass Kiddycraft als Marke drüber steht. Man hätte auch eine eigene Marke natürlich nehmen können, aber Kiddycraft macht mehr Spaß. Wenn die Figuren dann dabei sind, rundet das natürlich die ganze Sache auch als richtige Spielzeit schön ab und man hat endlich eine Alternative. Und das ist gut. Und ich bin mir sicher, dass das wird dann auch so ein bisschen wachsen in alle Richtungen. Und wir gucken uns natürlich auch die Sets im Detail an. Ich werde sie auf meinem Held der Steine-Kanal mit Sicherheit jetzt mal so als Prototypen ins Bild ziehen, damit ihr sie auch mal seht, über was ich jetzt spreche, mit einer Scheune und Klappen und so weiter, Figurenpack. Möglicherweise Currywurst, dass das mal gezeigt wird. Ich bin mir sicher, dass das wird, da wird noch mehr kommen. Und das ist eine schöne Geschichte. Und es sind, wie gesagt, keine Vitrinen, als einzigen Verwendungszweck Vitrinenmodelle. Das stört mich wirklich massiv. Ich sehe es immer mehr und den Katalog mittlerweile, ich blätter den da durch und wir haben Kunden da und wir gucken nach irgendwas, was da sinnvoll ist. Und dann bleiben wir halt einfach bei nichts und sagen, ja, aber hast du nicht vielleicht einen schönen Feuerwehrwagen? Und ich sage, ja, habe ich, aber der ist für Erwachsene konzipiert. Den kannst du nicht bespielen, den kannst du hinstellen, ist ein Riesentrum, sieht super aus,
Klasse nachgebildet, aber wer will denn damit spielen? Das funktioniert nicht gut. Und dann kommen die rein. Und ich finde, das ist eine runde Sache. Es macht mich glücklich, wenn das so läuft. Ich hoffe, das funktioniert alles sehr gut. Es gibt auch so Patreon-Sets sozusagen. Also es hat nichts mit Patreon zu tun, aber es sind Unterstützungssets für diese Idee. Ja, finde ich auch eine putzige Sache. Aber hauptsächlich, wir freuen uns auf die Spielsets. Und ich werde sie euch selbstverständlich zeigen. Wir gehen da wieder, wir machen den Bogen und kriegen das noch hin. Damit wir nicht das komplett zu einem alte Leute-Thema werden lassen. Das fände ich zu schade. Dafür mag ich eigentlich Lego zu sehr als Steinchen-Konzept. Und das ist mir wichtig. Und dann machen wir es halt über Kiddycraft, wenn Lego nicht möchte. So ist es. Habt eine großartige Zeit, habt nette Leute um euch und bis bald.